Grüßt euch. So, ich habe mir überlegt, wir sehen uns doch nochmal ein bisschen eher. War das jetzt hier? Nee. Nur, dass wir uns hier nochmal zusammen sehen. Weil bei mir ist die Zeit jetzt ein bisschen weniger geworden, wozu ich die Zeit habe zum Videos aufnehmen. Das ist jetzt richtig, ja, ne? Ja. Ich nehme jetzt wieder in 3 Schichten arbeiten gehe. Deswegen, es werden auf jeden Fall weniger Videos. Das kann ich euch schon mal sagen. Es werden wahrscheinlich auch bloß noch jeden Tag ein Video kommen. Plus NF Marsch. Weil die NF Marsch, den Livestream mache ich ja sonntags immer. Da habe ich eigentlich fast immer Zeit. Außer die Woche, wo ich Nachtschicht habe. Aber so, die von den anderen Videos kommt jede Woche bloß noch eins. Außer vom Lohnunternehmen, weil es ja 7 Tage sind, ne? Und die bloß 6 Tage die Woche. Wenn ich richtig jetzt im Gedanken im Kopf habe, sind das ja nur 6 Spiele, oder? Außer man EDK, Recycling, Restaurant. Die Arena und Lohnunternehmen. Genau, 6. Also kann ich von jedem Spiel 2 Videos machen. Da würde ich ja sagen, dass wir vom Lohnunternehmen 2 Videos machen pro Woche und von jedem anderen ein Video. Ja, also mehr krieg ich nicht mehr hin. Zeitlich. Bloß, dass ihr schon mal, für diejenigen, die schon mal das Lohnunternehmen gucken, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also wahrscheinlich nochmal ein Video aufnehmen, dass ich das direkt nochmal erwähne. Nochmal ein kleines Video machen, kurzes. Oh, werden sich dann schon alle angucken. Vielleicht, vielleicht auch nie. Wer sich nie anguckt, wird es nie wissen halt, warum keine Videos mehr kommen. Hab's vergessen. Die ganze Zeit dran gedacht. Jetzt im Video natürlich logisch. Denke ich wieder nie dran. So, den einen Flug. Oh. Den einen Flugauftrag haben wir jetzt gerade gemacht. Das wurde 72, das ist ganz klein. Und jetzt machen wir noch den 25. Der ist beim Grubbern. Der ist bei der 18 Ötlei fertig. Sehr schön. Ich kann jetzt auch nicht mehr ganz so extrem viel stundenlang vorspielen, ne? Werden jetzt auch ein paar in kürzeren Abständen Videos kommen. Geht einfach nicht mehr anders. Oh, das sind die Abstände, wo jetzt Videos kommen, halt ein bisschen kürzer. Ist das der 25, ja, ne? Das sollte 25 sein. Ja, wir gleich merken. Ja, ist die 25. Also, wir haben jetzt nicht mehr ganz so schnell vorwärts kommen. Deswegen vermute ich mal, dass ich im LS25 das Lohnunternehmen wahrscheinlich auf einer Einfachkarte machen werde. Aber auf jeden Fall eine, wo derjenige eigene Produktion macht. Weil mit den Standardproduktionen, außer die machen die so gut jetzt im LS25 dann, wo ich sage, okay, man kann jetzt mit den Produktionen auch arbeiten. Aber es wird wahrscheinlich eine Einfachkarte werden, aber halt mit einigen Feldern. Ja. Dass ich da, weiß ich, trotzdem wenigstens 50 Felder habe, aber halt alle nicht so groß sind. Wir gucken mal, was ich da für eine Karte finde.
Weil wenn ich die Videos schon so kurz hintereinander, nicht mehr so große Abstände machen kann, nicht mehr ganz so viel vorspielen kann, ist es ja auch scheiße, wenn ich dann hier drei Videos bringe, wo ich Möhren, also Karotten ernte. Zwar immer verschiedenen Feldern, aber das ist ja trotzdem dann langweilig. Oder 7 Folgen lang Flüge. Ja, blöd. Das will ich ja dann auch nicht, dass hier so ein Projekt haben wir ja schon. Es wird ist die NF Marge hier. Ja. Dort ist, kommt alles. Gibt es keine Pause. Von Video zu Video. Also vom letzten zum ersten gibt es meistens irgendwie einen kleinen Sprung. Aber auch nur das, was ich gerade im letzten Video gemacht habe, mache ich dann meistens immer nur noch fertig. Da auf der im Lohnunternehmen will ich das eigentlich nicht machen, dass da wirklich alles gezeigt wird. Also ihr sagt, ihr hättet wirklich gerne alles immer in den Videos. Ist für mich natürlich einfacher. Da kann man dann wieder auf eine schöne Vierfach gehen. Vielleicht. Wenn ihr eh sagt, auch stört uns nicht, wir würden auch alles angucken. Egal, ob du jetzt hier 5 Folgen lang nur am Fliegen bist. Aber ich denke mal, das ist für euch dann ein bisschen auch nicht gerade so interessant, 5 Folgen lang zu sehen, wie ich hier auf dem Feld lang fahre und flüge. Aber könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was wie ihr euch wünschen würdet im NS25 beim Lohnunternehmen. Weil das Projekt gibt es auf jeden Fall wieder. Eigentlich wollte ich es so beibehalten, wie es jetzt ist, dass ich immer nur ein Video mache, dann ein bisschen was, so ein bisschen vorspiele und dann wieder ein Video mache. Also wie wir es jetzt hatten. Nur die Abstände werden halt bloß nicht mehr ganz so groß sein. Die werden kleiner werden. Wie viele ich da jetzt immer vorspiele dann. Weil die Zeit einfach jetzt nicht mehr da ist. Und im Sommer ist die Zeit noch weniger wie im Winter. Im Winter habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht kommt ja auch über die Wintermonate, vielleicht kommen da ja trotzdem ein paar mehr Videos. Ja. Aber das kann ich nicht so hundertprozentig versprechen. Das kommt dann halt einfach. Ja, werde ja merken, wenn auf einmal ein Video mehr kommt. Ach ja, ist fertig. Dann werden wir den gleich mal weiter schicken. 2.2.13. Hast du die schon gemacht? Nee, ne? Ne, das haben die gemacht. Bloß, dass ihr halt schon mal so ein bisschen eine leichte Information habt. Und euch schon mal darauf vorbereiten könnt. Ja, also das wird dann ab der 2. Oktoberwoche sein, also ab dem 7. Oktober wird das der Fall sein. Jetzt die Woche ist alles noch normal. Nicht ganz. Also es werden auf jeden Fall keine 3 Lohnunternehmen Videos mehr kommen. Diese Woche. Na, weil ich nehme jetzt gerade auch erst das für den Dienstag, also Montagabend.
Ihr seht es ja rechts oben an der Uhrzeit. Wir haben gleich Dienstag. Und deswegen habe ich gedacht, nee, ich muss doch nochmal ein Video machen. Vor November. Weil das dauert sonst zu lange. Es ist schon nur 23.56 Uhr. Ja. Sie sind ja schon wieder um 12 Uhr. Ist das schon eine Stunde? Habe ich ja schon eine Stunde die restlichen Ballen eingesammelt? Jetzt muss ich was gucken. Ich bin schon nur eine Stunde 13. Habe ich jetzt eine Stunde, über eine Stunde, die Ballen eingesammelt noch? Okay, das kam mir jetzt natürlich nicht so lange vor, dass das eine Stunde war. Deswegen gucke ich jetzt gerade selber blöd, dass das schon wieder um 12 Uhr ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich eine Stunde gebraucht habe, um die ganzen Ballen einzusammeln. Weil mehr habe ich nie gemacht. Und das in das kleine Feld gekrubbert, geflügt. Naja, ist halt so. Und da seht ihr mal, wie schnell die Zeit weg ist. Ich habe nur die Ballen eingesammelt, die übrig waren von den Aufträgen. Und ins Lager geschafft. Und die kleine 72 oben geflügt. Mehr habe ich nie gemacht. Schon eine Stunde weg. Und das müssen wir irgendwann mit dazu sagen. Die Zeit vergeht halt im LS, vergeht die Zeit sowas von schnell immer. Das ist dann halt so. Oh, na gut. Ja, ich könnte aber jetzt schon anfangen für nächste Woche das anfangen, oder? Ja, wir werden jetzt schön, dass ich ein bisschen Vorsprung habe. Weil es wirklich mal ein Tag ist, wo ich keine Zeit oder sowas von lustlos bin. Sag ich mal dazu. Ja. Wir haben morgen früh, also Dienstag früh. Also dann, später. Gleich noch immer ein LS als Lundunternehmen aufnehmen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich die Tage mache. Welche Tage ich welche Videos bringe, das weiß ich jetzt noch nie genau. Ich würde fast sagen, ich fange mit dem Lundunternehmen an. Beispiel, ne? Montag ein Lundunternehmen bringen. Dienstag und Mittwoch zwei Bausachen. Donnerstag dann das zweite Mal in LS. Freitag könnte man dann Döner, also Kebab, Restaurant, Seminar. Und Samstag ein Edeka. Na gut, da kommt der Agent immer Samstag. Dann passt das ja. Und Sonntag halt hier Müll, wie immer. Unser Recyclinghof. Da müsste, glaube ich, wenn ich das richtig noch, kommt die Woche raus, das Spiel. Genau, das kommt die Woche noch raus. Muss ich noch mal genau gucken, wann. Ob das schon oben war. Jetzt kann ich ja morgen sagen, war das nicht am 2. Das ist nicht der 2. September, 2. Oktober. Als stand jetzt auf Steam, stand ich jetzt mal ein Datum dabei. Wir haben jetzt ein festes Datum gehabt. Wenn sich es nie wieder geändert hat, nochmal.
Ich glaube, es war der 2. September. Oktober. Ich bin mir jetzt zwar nicht 100% sicher, aber könnte sein, dass es der 2. Oktober, wo es rauskommt. Oh, gut. Jetzt für diesen kommenden Sonntag ist ja noch eine Folge aufgenommen worden. Also die Vollversion wird dann erst am 13. das erste Video davon kommen. Ja, ich habe jetzt aber gerade keine Lust, hier das GPS einzustellen. Habe ich jetzt gerade keine Lust. Außerdem ist das ja auf dem Feld eh immer scheiße gewesen mit dem GPS. Fahren wir halt hier unsere Runden. Geht auch. Ist also im ebenen Auftrag, wenn da mal Bordleine Krümischen liegen bleiben, die nie gepflügt sind, dann ist es so. Oh, schlimm, eine Stunde muss ich mindestens einbleiben beim LS, um ein Video zu machen. Bei den anderen Projekten geht das alles. Da habe ich nicht, wo ich Vorlauf habe oder Vorspielen tue. Die anderen sind ja alle lückenlos. Der Einzige, wo wirklich halt ein bisschen was mit, wo ich ein bisschen offline vorspiele, ist halt das Lohnunternehmen.
So, haben wir jetzt hier noch was? Da hinten ist ja noch irgendwo eine Ecke. Fahr ich wieder hin. So, haben wir es auch geschafft. Hat einen Kurs verlassen und gestoppt. Was ist denn das für ein Vollidiot? Was macht denn der? Guck mal eben. Guck mal, was der hier gemacht hat. Für einen Müll. Geht's denn hier weiter? Schön. Das hier hat er auch schon gezogen. Gehen wir hier rum. Sitzt. Halt. Hier würde ich mal sagen, hat er auch schön die Bahn, oder? Ja, die hat er auch schön. Dann geht's hier rum. Hier ist er auch schon lang gefahren. Jetzt weiter, ne? Kann das durchaus sein, das ist hier. Oh.
Ich würde mal sagen, ja, da sieht das richtig aus. Ja, das sieht ganz gut aus hier. So, passt das jetzt hier endlich rein? Nee, immer noch nie. Okay. Nee. Wo ist denn hier? Ist da ein LKW davor? Nee. Da ist keiner davor. Den brauchen wir uns erstmal nicht. Und den nehme ich mal. Schnappen wir uns mal den. Ich glaube, ich gehe Licht an. Und gucken wir, was wir an Milch haben. Achso, stimmt, wir wollten ja Kühe kaufen. Genau. Machen wir so. Ausgewachsene bitte. Holstein. Wir haben einen 100. Machen wir nochmal 100. Ui. So, nochmal 200. Das ist ein bisschen, was wir jetzt hier an Milch haben. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Dorthin zu fahren. Okay. Wir fahren hin. Molkerei. Haben wir die? Die Molkerei. Wo ist denn die? Was fehlt denn hier? Ach, die Eier. Molkerei. So, wo blinkt's denn? Ich weiß es nicht mehr genau, wo die war. Ah, da ist er. Ach, hier bei der 45, okay. Bei der 45. Ja, ein paar Eier stehen auch hier, aber immer noch nie wirklich so, dass es lohnt. Ach, der ist auch da.
Bögen. Wird bestimmt nie viel bringen. Das war's schon. Super. Sind wir bei 21 Stunden. Einwandfrei. Nicht lasse. Na gut, dann ist es halt so. Wir brauchen um einiges mehr an Kühen. Komm, geh auf. So, na gut. Aber ich würde sagen, ich werde das Video jetzt erstmal beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao.